Tom's Talk Time, Folge 636. Never give up, gib niemals auf. TomsTalkTime.com, der Erfolgspodcast. Inspiration für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Tom Kaulitz. Hallo Podcast Nation, ich begrüße dich heute bei strahlendem Sonnenschein hier aus dem Wilden Westen, genau gesagt bei Las Vegas, und freue mich auf unseren heutigen Interviewgast. Meine Leitung geht in die Zentralschweiz nach Luzern, direkt am Vierwaldstätter See. Bei mir im Interview ist heute der Adrian Gieger. Adrian, schön, dass du dabei bist. Hallo Tom, freut mich, dass ich dabei sein kann. Sehr gerne, und der ist erstmal für dich hier. Damit du direkt hier erstmal standesmäßig begrüßt wirst. Adrian, du hast eine sehr interessante Story, und zwar hast du ein Unternehmen aufgebaut. Du warst auf der Suche nach Unabhängigkeit und Freiheit und hast verschiedene Sachen ausprobiert, die aber alle irgendwie nicht so richtig geklappt haben. Also du warst ziemlich am Struggeln, dass du das vernünftig aufbauen kannst. Und dann kam ein Moment, wo ein Mentor zu dir gesagt hat, hey, ich nehme dich an die Hand, aber du machst genau das, was ich dir sage. Und du hast dich darauf eingelassen, und eine der Bedingungen war, dass du dein komplettes Business, was du bisher aufgebaut hast, alles komplett einstampfst und wirklich von null anfängst und genau mit den Sachen, die dir eben durch den Mentor gesagt werden. Das Ganze ist jetzt, das war im August 2019, das heißt, das ist jetzt roundabout, Stand der Aufzeichnungen, ein halbes Jahr her. Und du hast es aber relativ schnell geschafft, schon gleich in den ersten Wochen ein paar hundert Euro dazu zu verdienen. Und mittlerweile bist du so bei 1000, 1500 Euro, die du regelmäßig im Monat jetzt dazu hast. Das heißt, wir reden hier nicht von den Supermillionenumsätzen, sondern von was ganz bodenständigen, sehr sauber aufgebauten Business, was nach und nach jetzt langsam und gesund wächst. Und natürlich, das Ziel ist natürlich, wesentlich mehr noch zu machen. Aber einfach, wir werden heute darüber reden, über diesen Weg, den du gemacht hast, auch natürlich über die mentalen Herausforderungen, wo du gedacht hast, wow, soll ich wirklich alles löschen? Lasse ich mich drauf ein? Und wie viel Potenzial im Endeffekt noch drin ist, wo du hin willst. War das so als Überblick über dich richtig? Das war perfekt. Ich hätte es nicht besser zusammenfassen können. Alles korrekt. Sehr schön. Das freut mich natürlich. Bevor wir aber jetzt ins Business direkt einsteigen, erzähl doch mal kurz ein bisschen was privat über dich. Wer ist der Adrian privat und was machst du so, wenn du halt eben kein Geld im Internet verdienst? Ja, sehr gerne. Wie gesagt, mein Name ist Adrian Gieger. Ich wohne in der schönen Zentralschweiz mit meiner Familie. Ich bin in meinem Hauptjob bin ich Angestellter im Luzerner Kantonsspital, aktuell als Application Manager, also in der Informatik. Also schon ein richtiges Informatik-Urgestein, weil ich bin damals direkt nach der Lehre bin ich eigentlich in die IT eingestiegen und seither als Hauptberuf in der IT unterwegs. Mich als Mensch, ich bin eine sehr offene und ehrliche und direkte Person, und ich habe es auch gerne, wenn das Gegenüber dieselben Eigenschaften mitbringt, also nicht um den heißen Brei rumreden. Ich bin ein Familienmensch und versuche aktuell, wie gesagt, mit dem Businessaufbau so ein bisschen, die Balance zu finden, dass ich da in allen Belangen, sage ich mal, gerecht werden kann. Das heißt, du hast Stand heute immer noch deinen normalen Angestelltenberuf, oder? Genau, das ist so. Ich bin aktuell immer noch in einem Hauptjob und baue nebenbei jetzt dieses Affiliate-Business auf. So ein bisschen angefangen hat das ganze Unternehmertum bei mir 2013, als ich mit Network-Marketing in Berührung kam. Das war eigentlich so ein bisschen der Startschuss, wo ich bemerkt habe, hey, da geht noch mehr, da kann ich was machen, da könnte ich noch was erreichen, weil ich war einfach nicht zufrieden mit der damaligen Situation. Okay, ich hatte es im Intro ja schon gesagt, das heißt, du hast ein paar Sachen probiert, unter anderem halt eben Network-Marketing, und das waren aber alles Dinge, wo du eben nicht so die erhofften Erfolge letztendlich hattest, und
dann kam irgendwann dieser Moment, wo du deinen heutigen Mentor kennengelernt hast, wo der gesagt hat, Mensch, Adrian, ich nehme dich ans Händchen. Wie war das genau und was ist da passiert? Ja, ich möchte gerne noch ein bisschen zurückspulen. Also ich wollte ja immer so ein bisschen mehr, wie ich, mehr aus dem Leben, so ein bisschen die Freiheit und etc. Und ich wusste halt in meinen jungen Jahren nicht, dass es solche Möglichkeiten gibt. Das heißt, ich habe dann automatisch gedacht, hey, da gibt's nur den klassischen Weg, eine Lehre machen, Ausbildung machen und ja, dann da quasi wirklich Karriere machen. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe meine Ausbildung gemacht in der Informatik, war dann in verschiedenen Bereichen in der Informatik tätig und auch in verschiedenen Führungspositionen. Also meine höchste Position war in einer Geschäftsleitung von einem IT-Dienstleistungsunternehmen. Und aber da war es so richtig, richtig heftig krass, wo ich bemerkt habe, hey, unglaublich, je mehr ich die Karriereleiter hochgehe, umso schlimmer wird's. Ich verdiene zwar mehr Geld, aber meine Freizeit geht einfach komplett den Bach runter. Ich hatte keine Zeit mehr für Sport, ich habe zugenommen und ich war einfach total unhappy. Und das war dann im Zusammenhang, wo ich dann eben per Zufall mit Network Marketing in Verbindung kam und dann plötzlich bemerkt habe, hey, es liegt an mir, ich kann was ändern, wenn ich das will. Und habe dann mit vollem Elan gestartet. Das war eine Firma aus den USA, Nahrungsergänzungsmittel. Und folglich hat das auch zusammengepasst mit meinem Wesen, weil ich auch gerne Sport mache, Gym gehe, Karate mache und so weiter. Also es hat dann wirklich optimal gepasst. Die Firma war cool und habe dann wirklich quasi gelernt, das Network Marketing umzusetzen. Das ist ja, ich sag's heute, wenn ich zurückblicke, das ist wie ein Beruf. Das muss man lernen. Da kann man nicht einfach sagen, so jetzt mache ich mal Network Marketing und da macht man egal, da macht man alle Fehler, wo man nur machen kann. Und ja, dann eben im 2015 kam dann eigentlich der erste Schock, der Schlag. Die Firma bekam Probleme mit der Federal Trade Commission, das ist eine Bundesbehörde. Zwar zu Unrecht, aber das Business war dann komplett am Boden und in Europa wurde es sofort geschlossen und dann stand ich da quasi wirklich von heute auf morgen, stand ich da ohne Business. Und ja, das war dann schon ein komisches Gefühl. Ich musste mich da natürlich dann neu orientieren. Ja, das ist halt die Gefahr, wenn man, wie sagt man so schön, auf fremdem Grund baut. Und ich meine, das ist Network Marketing, ist ja nichts anderes. Ich meine, die einen mögen es, die anderen hassen es. Genau. Aber Fakt ist einfach, es ist nicht die eigene Firma. Das heißt, man hat keine Kontrolle darüber. Das heißt, in welche Richtung diese Firma dann auch immer geht oder ob die Firma, keine Ahnung, finanzielle Probleme hat oder einfach nur wegen Reichtum irgendwas mal schließt. Wenn die Firma nicht mehr da ist, dann steht man einfach blöd da und hat nichts mehr. Ja, also es war wirklich, das war der Punkt, wo mir wirklich alles bewusst wurde, hey, ich bin sowas von abhängig. Und wir waren da noch im Juni 2015 waren wir noch in Arizona, in Phoenix, da war die World Convention. Und ich habe mich da gewundert, für das es eine riesen World Convention war und ich ja eigentlich aus dem Netz wusste, diese World Convention, das ist riesig, war das so eben nicht so das Große, wo ich mir da erhofft hatte. Und vermutlich im Nachhinein war da im Hintergrund schon was am Tun, wo wir dann halt erst so ein paar Monate später hier in Europa spürten, wo es dann einfach hieß, hey, aus Ende. Und aber es ging dann wie folgt weiter. Ich musste mich dann eben, wie gesagt, neu orientieren und ich bin dann auch wieder per Zufall, also irgendwie wird man geleitet durch das Universum, bin dann per Zufall im 2016, habe ich dich auch das erste Mal gesehen auf der Bühne, bin ich an den Affili Days gelandet in Köln. Und da bin ich eigentlich das erste Mal eben mit Affiliate Marketing in Berührung gekommen. Und da wusste ich, hey, ich will was machen in dieser Richtung, ich will was tun, das gefällt mir, hat mir dann schon ausgerechnet, da muss ich nicht diese Homepartys organisieren, wie man das aus dem Network kennt,
Und ja, es war damals halt wirklich auch ein Faktor. Man ist viel unterwegs und nicht zu Hause. Und mit Online-Marketing, Affiliate-Marketing kann man effektiv halt mal ein Notebook mitnehmen, braucht Internetanschluss und that's it. Ja. Genau. Ja, genau. Okay, das heißt 2016 der erste Kontakt zum Affiliate-Marketing oder generell Online-Marketing. Wie ging es denn weiter? Ja, dann ging es dann so wie folgt weiter, oder? Ich habe dann gedacht, hey Adrian, du bist ein geiler Typ, das, so die Tools und alles und das Wissen, da gehe ich jetzt nach Hause und baue mir eine Webpage und lege einfach mal los. Und ich habe dann wirklich festgestellt, ein halbes Jahr später habe ich festgestellt, hey, no chance, das ist so schnelllebig, du musst das auch anschauen, wie ein Beruf, wie ein Lehrgang, du musst dir Wissen aneignen in Form von Videokursen, das ist die einzige Chance. Und ich habe dann wirklich im November, Dezember habe ich dann mir einen Kurs gekauft und habe den durchgearbeitet. Und leider war es dann aber so, dass gerade zu diesem Zeitpunkt ein Update anstand mit wirklich komplett neuen Strategien und der Support hat mir damals gesagt, ja, am besten starte ich gar nicht, weil lieber warten, bis die neue Version kommt. Und da hatte ich wieder so ein bisschen so einen Rückschlag halt mit, was mache ich jetzt? Ich war so wieder so ein bisschen auf Standby. Und circa ein halbes Jahr später war dann ein Event vom Mentor, wo ich heute habe, und er hat dann angeboten, dass er wieder ein halbes Jahr später dann ein Mentoring startet, wo ich teilnehmen darf und musste mich zwar bewerben etc., aber habe das bestanden, war High-Preis, aber er hat uns da unter die Fittiche genommen. Ja. Das heißt, ich habe immer so Rückschläge gehabt zwischen, ich wollte starten und dann ging wieder nichts vorwärts und dann kam dann die Meldung, ja, Mentoring startet, wieder so ein bisschen rumgedümpelt. Und das war dann im Sommer 17 war das, also 18 hat dann das offizielle Mentoring angefangen. Und ja, die Krux von der Story war dann, dass ich voller Elan ein Thema gewählt habe, wo war mit Streaming und Filme und Movie, in dieser Nische war ich oder wollte ich unterwegs sein. Zuerst gar nicht in der Nische Geld verdienen, wo ich jetzt aktuell drin stecke und wo ich versuche, das Wissen weiterzugeben, sondern wirklich ein Thema völlig abseits, wo ich sage, hey, oder wo bei mir auch privat gehe ich gerne ins Kino oder auch zu Hause mal Netflix und streamen. Aber ich habe einen großen Fehler gemacht, dass ich da effektiv nicht richtig recherchiert habe. Zum Beispiel Netflix hat gar kein Affiliate-Programm mehr und solche Geschichten. Also massive Fehler gemacht, auch wieder gestruggelt. Und musste dann das Thema wechseln und bin dann mit meiner Entscheidung, mit dem Mentor, haben wir gesagt, okay, das Wissen ist vorhanden, jetzt machen wir aber ein Experiment draus. Wenn du in der Geldverdienen-Nische bist, dann machen wir ein Experiment draus. Dann legst du das offen, wie du das machst, dann legst du das offen, was du machst, dass es auch glaubwürdig ist. Und eben, ich habe es ja zu Beginn schon gesagt, offen, ehrlich und direkt. Und das war mir auch wichtig, dass man da nicht, wie viele unterwegs sind, fake it until you make it, oder so irgendwie, ich miete mir schnell einen Ferrari und mache dann ein paar Fotos etc. Das wollte ich nicht. Ja. Das, ja, weiß nicht. Ich finde, das hat auch immer so einen bitteren Beigeschmack. Da gibt es genügend Deppen, die das machen. Aber, absolut. Das bringt ja nichts. Genau, und dann habe ich diese Nische gestartet und da passierten eben jetzt diese großen Fehler, wo ich wirklich sage, das passiert so vielen. Und zwar habe ich wirklich, wirklich den Erfolg. Ich wollte den Erfolg unbedingt. Ich wollte es von heute auf morgen. Ich habe wirklich gesagt, hey, jetzt bin ich schon so lange dran, jetzt muss es einfach klappen, also gebe ich Vollgas. Habe noch einen Gang hochgeschaltet und habe wirklich jede Strategie, wo es irgendwie nur gab, versucht umzusetzen. Also ich zähle mal auf, also die Leute, die Zuhörer werden denken, crazy, also ich habe einen YouTube-Kanal bedient, ich habe einen Blog bedient, ich habe eine
Facebook-Fanpage bedient, ich habe eine Facebook-Gruppe bedient, ich habe die Kindle-Strategie umgesetzt von den Sales Angels, 2 Bücher rausgehauen, ich habe Instagram gemacht, aber nicht richtig, hatte da 5.800 Abonnenten, aber nichts hat auch dort richtig funktioniert. Dann habe ich Pinterest begonnen, mit diesen Boards und alles aufzubauen. E-Mail-Marketing, Lead-Generierung, Facebook-Ads, YouTube-Ads, also wirklich das volle Programm, crazy. Und das alles alleine? Das alles alleine, und man muss sich noch vorstellen, ich war in dieser Zeit das erste Mal Papa geworden. Also ich wollte einfach wirklich den Erfolg, ich wollte mit dem Kopf durch die Wand und alles erreichen, aber schlussendlich war es einfach totaler Schrott, kontraproduktiv, ohne Ende. Das heißt, im Endeffekt hast du dich wahrscheinlich dann verzettelt und zu viel unterschiedliche Dinge gemacht, aber keins davon richtig, oder? Ja, absolut. Ich meine, dann habe ich wieder irgendwie ein paar Wochen oder so keine Zeit gehabt für E-Mails. Dann habe ich wieder mal einen Blogbeitrag geschrieben, aber diesen auch nur halbherzig. Dann wieder mal ein YouTube-Video-Content hochgeladen. Dann habe ich mal wieder bemerkt, eigentlich müsste ich noch meine Facebook-Gruppe, die Community bedienen, mal ein Thema wieder auswählen, dort live gehen und so weiter und so fort. Also komplett am Ziel vorbeigeschossen und viel zu viel, kein Fokus, nichts, wie du gesagt hast, gestruggelt. Und es war wirklich, wenn ich jetzt so zurückdenke, Nightmare. Also ich hatte eine riesen Last auf mir, wollte den Erfolg, und auch meine Frau hat mich natürlich, wir haben gesagt, in diesem Mentoring-Jahr, wir haben alles durchgeplant, wann ich arbeite, wann ich am Business Zeit aufwende etc. Also wir haben das alles wirklich zusammen besprochen, es war ein Familienentscheid, wirklich da dieses Business aufzubauen und dann am Ende noch einmal so zu scheitern. Klar hatte ich Einnahmen, ich hatte auch wirklich gute Monate, wo ich da teilweise 2.000, 3.000 Euro gemacht habe, aber schlussendlich overall war es einfach nicht nachhaltig, in keiner Weise. Ja, gut, muss auch gucken, was man an Zeit mit reinsteckt. Ich meine, wenn ich 2.000 Euro verdiene, indem ich, keine Ahnung, ich sag mal schnell eine E-Mail schreibe oder eine Ad schalte, was mich unterm Strich 10 Euro kostet und 10 Minuten, sind 2.000 Euro eine Menge. Wenn ich aber für 2.000 Euro mir einen ganzen Monat von morgens bis abends wirklich den Arsch aufreißen muss und 12, 14 Stunden am Tag arbeite, dann sind 2.000 Euro eben nicht so viel. Ne? Genau, und bei mir war das eben das Zweite. Ja. Genau. Ja, ich bin da wirklich offen und transparent. Ja, siehst du mal so. Und okay. Und dann kam dann der Tag, wo du alles den Reset-Knopf gedrückt hast und alles nochmal auf Null gestellt hast oder stellen solltest. Ja, dann kam dann der folgende Zeitpunkt, oder? Das Jahr war vorbei, dann war noch ein halbes Jahr zusätzlich, das war im 2019. Wo wir uns da noch getroffen haben und so weiter. Und im Sommer habe ich dann selber mal ein Fazit gezogen. Habe wirklich war frustriert, auch ehrlich gesagt. War nicht so gut drauf und habe wirklich mal mir Zeit genommen und mich mal zurückgezogen und mal wirklich alles auseinandergenommen und wo stehe ich, was sind auch meine Ausgaben, ich meine auch die Tools etc., E-Mail-Marketing-Tools, die ganzen Ads und so weiter und so fort, wirklich mal aufgelistet. Und dann habe ich einfach gesehen, hey, so kann es nicht weitergehen. Und ich habe dann meinem Mentor eine Nachricht hinterlassen, war eine relativ lange Nachricht, wo ich da wirklich mich quasi noch einmal so mein Fazit ihm übergeben habe. Und dann haben wir dann eigentlich drei Tage habe ich nichts gehört, der war sehr busy, und er hat mir dann eine Sprachnachricht hinterlassen, gesagt, hey, verstehe ich alles, lass uns callen. Und das war dann der Moment, wo wir das diskutiert haben, gesagt haben, hey, wir beide hatten damals das Buch gelesen, The One Thing, also eine ganz klare Empfehlung übrigens für alle. Und
wir haben dann wirklich diskutiert und gesagt, es kann nur so gehen, wenn ich noch einmal einen Neustart mache und wirklich noch einmal von neu anfange und aber nur eine Sache angehe, bis die läuft und dann erst das nächste Puzzleteil draufhaue. Und im Nachhinein mit dem Wissen, wo ich habe, muss ich sagen, das ist die einzige normale Lösung, die überhaupt irgendwie mit dieser wenigen Zeit, wo ich habe aktuell, jetzt bin ich ja zum zweiten Mal Papa geworden vor 8 Monaten, es ist also aktuell noch schwieriger mit dem Zeitmanagement, musste mich auch da umplanen, weil aufgeben ist keine Option. Und da haben wir wirklich gesagt, okay, aktuell funktioniert Instagram am besten, obwohl Technik für mich kein Problem ist, also WordPress aufzusetzen und all diese Themen und um das Ganze zu verbinden mit E-Mail-Marketing, alles kein Problem, aber einfach mit Instagram kann man aktuell aufbauen und dann eben wieder ausbauen, das nächste Puzzleteil dazu nehmen und das richtig bedienen. Aber wie war denn der Moment, als dein Mentor zu dir gesagt hat, von wegen, jawohl, wir machen das, aber Punkt A ist, du machst genau das, was ich dir sage, genau Schritt für Schritt, nicht mehr, nicht weniger, und B, du löschst deine kompletten Social-Media-Accounts, deine E-Mail-Listen, alles das, was du ja davor wirklich über Jahre dir echt in schwerster Arbeit aufgebaut hast. War das was, wo du im ersten Moment gedacht hast, warte mal, der verarscht mich gerade, das ist jetzt nur ein Scherz? Oder hast du das auch wirklich direkt ernst genommen und wie hat sich das angefühlt? Ja, es war natürlich heavy, oder? Du sagst es richtig, ich habe ja alles aufgebaut und was ich noch vergessen habe zu erwähnen, ich hatte ja auch noch Messenger-Marketing gemacht, da habe ich eine Liste von 3200 Kontakten generiert. Also da war ich auch noch unterwegs, also eben wie gesagt, crazy. Und er hat dann gesagt, okay, lass uns einen Neustart machen, aber unter diesen und diesen Bedingungen, sprich eben E-Mail-Account, alles löschen, Klicktipp löschen, die Kontakte selbstverständlich exportieren, aber ManyChat noch einmal dort die Leute informieren, darauf hinweisen, hey, vielleicht noch E-Mail-Adresse einsammeln versuchen und dann wirklich alles löschen. Auch mein Instagram-Account, 5800 Follower, alles löschen. Wirklich einen kompletten Neustart. Das Einzige, was wir definiert haben, was ich nicht löschen werde, war YouTube, den YouTube-Kanal, weil das eben halt besser ist, wenn man schon einen Kanal hat, der länger besteht und das auch wieder irgendwann ein Thema sein wird. Und ja, das war dann schon heftig, es war dann so also richtig eine Faust ins Gesicht, wo er das gesagt hat, aber ich verstand auch, dass er das wirklich im absolut Ernst meint. Und Er hat mir aber auch gesagt, hey, du musst dich nicht jetzt entscheiden, aber in den nächsten Tagen muss ein Entscheid her, alte Zöpfe abschneiden und neu starten. Sonst wird es einfach nichts. Und dann habe ich mir wirklich 2-3 Tage Zeit gelassen und dann haben wir wieder gecallt und ja, habe ich mich entschieden und gesagt, okay, jetzt noch einmal Neustart und zwar jetzt richtig und nur mit Instagram. Und ich habe dann über ein paar Tage, über ein paar, ja fast schon Wochen, habe ich dann einfach auf allen bestehenden Kanälen informiert und gesagt, hey, ich habe dann vorgängig natürlich Anweisungen erhalten, einen neuen Instagram-Account erstellen und dann habe ich dann die Leute wirklich von allen Kanälen, also von ManyChat, von den Facebook-Gruppen und über Klicktipp, also E-Mail-Marketing, habe ich die Leute alle darauf aufmerksam gemacht, dass es jetzt nur weitergeht auf Instagram. Für die Leute, die Interesse haben, können mir dort folgen und mich dort weiterverfolgen. Okay, und dann hast du die Kanäle dann auch letztendlich wirklich gelöscht? Ja, nun. Ich habe wirklich alles gelöscht und es war wirklich, ein spezielles Gefühl, vor allem wenn man da wirklich so in ManyChat reingeht, mal die Fanpage dort disconnected und dann auf Löschen klickt und man weiß, im Hintergrund sind irgendwie 3200 Kontakte in dem Moment bereit zur Löschung. Fanpages werden ja nicht immer direkt gelöscht, aber
ja, war schon heftig. Und dann auch eben den Instagram-Account, 5.800 Follower. Und da auch dort löschen. Dann Facebook-Gruppe, die User. Ich bin da wirklich knallhart vorgegangen. Eigentlich hätte man auch sagen können, okay, gut, ich mache nur ein Archiv drauf oder draus oder so, aber ich habe da wirklich die User rausgekickt und gesagt, hey, aus den Augen, aus dem Sinn, wirklich weg. Ja. War da mal ein Moment, wo du mal gezweifelt hast am Anfang, wo du, also wirklich gerade ganz am Anfang, wo du die dann gelöscht hast, oder war das von Anfang an klar, nee, das ist richtig? Also nachdem mir mein Mentor gesagt hat, hey, alles löschen und vor allem wirklich, also Pinterest und all diese Themen löschen, da habe ich natürlich schon während den zwei, drei Tagen, wo ich da überlegt habe und mir das Ganze wirklich, also einen Entscheid herbeiführen musste, da war ich schon am Zweifeln, soll ich das jetzt machen? Mhm. Aber irgendwo durch habe ich ihm einfach auch vertraut und ich sah ja selber, dass es keinen Sinn hat. Du hast es ja vorhin auch gesagt. Ich habe mir den Arsch aufgerissen für 2.000 Euro, wo es andere Wege gibt. Klar muss man Arbeit reinstecken, aber es geht einfacher. Ja. Ja, also okay. War heftig der Entscheid. Vor allem, ich bin eben, wie gesagt, wirklich viele Male jetzt auf die Schnauze gefallen. Natürlich, ich sag mal, bis auf die Firma Network Marketing rückblicken natürlich keine andere Person, wo Schuld hat, außer ich. Ich meine, es ist alles in meiner Verantwortung gewesen, zu viel gemacht und. Ja, das ist aber auch eine wichtige Erkenntnis, dass man das einfach so sieht und dass man doch ehrlich zu sich selbst ist und sagt, hey, die Verantwortung, die liegt bei mir, weil ich habe das und das und das gemacht und dadurch sind eben diese Ergebnisse entstanden und das, hätte ich es anders gemacht, hätte ich andere Ergebnisse. Absolut, absolut. Und es hat natürlich auch noch, da möchte ich auch offen drüber sprechen, es hat natürlich auch privat das eine oder andere Fragezeichen natürlich aufgeworfen, oder? Meine Frau hat mir sehr viel Zeit eingeräumt, wir haben das auch geplant, hat dann nicht so geklappt, eben aus meiner Schuld. Und dann noch einmal zu sagen, hey, ich mache jetzt noch einmal einen Restart, aber ich plane es so ein, dass es die Familie und auch das Familienleben nicht so extrem tangiert wie vorher, wo wir das wirklich fix eingeplant haben, wo ich da teilweise auch wirklich Samstag, Sonntag mal wirklich komplett dran gearbeitet habe. Inzwischen musste ich mich halt einfach umplanen. Ja. Hat deine Frau mal dran gezweifelt, gerade in dem Moment zu dieses Wechsels, dieses Neustarts? Hat die mal zu dir gesagt, Mensch Adrian, du hast einen Knall? Oder war das für sie auch schlüssig, wo sie gesagt hat, jupp, macht Sinn? Das sagt sie immer, dass ich einen Knall habe, weil ich einfach knallhart nicht aufgebe. Sie hat natürlich, also generell zweifelt sie am Ganzen natürlich schon, da bin ich auch offen, weil sie sieht, das Thema ist, sie sieht natürlich die Perspektive von, jetzt bin ich mal so ein bisschen ins Unternehmertum reingekommen, 2013 mit Network Marketing und die ganze Timeline, wenn wir das jetzt wirklich offen und ehrlich anschauen, der Output, ich meine, ich würde, glaube ich, auch zweifeln. Aber trotzdem, sie kommt aus einer Familie auch, wo die haben mal Network gemacht. Und also das Denken ist da schon vorhanden, hey, man soll nicht aufgeben und sie unterstützt mich da schon. Das ist effektiv so, da habe ich die Unterstützung schon. Aber Zweifel kommen dann natürlich schon wieder auf. Ist auch völlig normal und kann ich verstehen, würde mir wahrscheinlich gleich gehen. Und ich kenne auch viele Leute, wo eben dasselbe Problem haben. Wie bringe ich Familie unter, wenn man nebenbei noch sich etwas aufbauen will und eben, wenn man Kinder hat, oder das ist dann halt effektiv eine extreme Gratwanderung, wo man einfach halt Abstriche machen muss, irgendwo. Okay, ja gut, das ist halt, das ist ja klar, ich meine, der Partner, der sieht ja im Endeffekt nur die Arbeit, die man reingesteckt hat und was alles dann irgendwie nicht geklappt hat, aus welchen Gründen jetzt auch immer, ist jetzt mal völlig dahingestellt. Klar, da ist natürlich völlig legitim, dass auch mal Zweifel kommen. Aber jetzt hast du jetzt durch den Neustart das nochmal
mit einem wesentlich geringeren Zeitaufwand dir nochmal neu aufgebaut. Und du bist ja da eigentlich auf einem ziemlich coolen Weg. Und das auch, ja, diese langsame, gleichmäßige, lineare Steigerung einfach drin zu haben. Wie fühlt sich das jetzt an? Ist das jetzt ein anderes Gefühl von deiner Seite, als es vorher war? Ja, also absolut. Also mir fiel ja, als ich dann die Löschungen von all diesen Accounts und Systemen und die Kündigungen von den Abos alles hinter mir hatte, habe ich dann wirklich effektiv bemerkt, hey, da ist mir ein Riesen, also wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, bei uns lokal gibt es ja den Hausberg, den Pilatus, der ist mir wahrscheinlich von den Schultern gefallen. Da war einfach mal Reset, einfach mal Nullstand. Und auch jetzt, wo ich ja, habe ich angefangen, eben Instagram aufzubauen, aber eben so aufzubauen, nicht irgendwie 10.000 Follower in einem Monat oder so, sondern wirklich seriös mir eine Community aufzubauen. Und das fühlt sich einfach schon top an, wenn man jetzt den Content liefert für nur eine Plattform. Und erst als ich das überhaupt gemacht habe, habe ich Instagram verstanden. Ich habe vorhin Instagram gemacht mit 5.800 Follower, nicht richtig. Und erst als ich das seriös jetzt aufgebaut habe oder am Aufbauen bin ja noch dran, das geht ja weiter, das gebe ich ja nicht auf, habe ich diese Plattform überhaupt verstanden, was das ist und wie das funktioniert. Und wie man auch mit den Menschen interagieren kann. Und ich habe auch verstanden, warum es so einfach ist, damit für mich jetzt Geld zu verdienen mit Affiliate-Marketing, für andere ist es Kunden akquirieren, whatever, weil man einfach den Kontakt mit den Menschen effektiv hat. Also teilweise habe ich das Gefühl, wenn ich mit den Leuten schreibe oder wir uns unterhalten oder die kommentieren da unter einem Post von mir, als würde ich die schon ewig kennen. Und wenn man die dann live trifft, das hat sich eben teilweise am Online-Marketing-Kongress im November ergeben, ist das wirklich so, man fällt einander fast in die Arme und sagt, hey, endlich sehen wir uns mal live. Geil. Okay. Aber da hast du mir einen riesengroßen du hast mir was voraus, so genau, das war das richtige Wort. Da hast du mir wahnsinnig was voraus, denn ich glaube, ich muss gestehen, ich habe Instagram bis heute immer noch nicht verstanden. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich immer noch keinen eigenen Instagram-Account habe. Erklär mir doch einfach mal kurz, was ist Instagram und wie funktioniert das? Vielleicht verstehe ich es dann auch mal. Ja, ich versuche das zu erklären. Also Instagram war ja ursprünglich mal eine Plattform, wo man einfach mal Fotos, schöne Bilder gepostet hat. Und solche Plattformen, die haben dann also eine Zielgruppe, das war damals eine sehr junge Zielgruppe und die Plattform altert dann und die Usergruppen auch. Und irgendwann kam dann so ein bisschen der Business-Teil dazu. Und aktuell beinhaltet das, dass man Content liefern kann mit Posts, sei es mit Fotos oder mit Infografiken. Infografiken in verschiedenen Nischen sind aktuell sehr, sehr, sehr trendy, wo man wirklich was lernen kann. Oder auch für Mindset, da gibt es wirklich Kanäle, wo ich jeden Tag sage, hey, Hut ab, was die für Content bringen. Und es ist eine Plattform, wo man inzwischen auch solche Videos hochladen kann. Es nennt sich IGTV, also Instagram Television, wo man Content liefern kann, wo man was erklären kann. Und Man kann zum Beispiel mit der Community live gehen, einen Livestream kann man veranstalten und sich so halt wirklich austauschen. Und das Spezielle an dieser Plattform ist, es ist eine sehr, sehr positive Plattform. Wie meine ich das? Auf Facebook habe ich vor ein paar Tagen was gepostet. Übrigens, Facebook verwende ich inzwischen als Satellit, das heißt, dass ich dort gewisse Beiträge, 2-3 Tage Zeit versetzt, auch nur auf meinem Facebook-Profil, keine Fanpage oder sonst irgendwas, poste, um externen Traffic noch reinzuholen auf Instagram. Das mag Instagram enorm. Okay. Das ist aber eigentlich quasi nur ein Repost. Nicht viel Aufwand, mache ich mit Twitter so und mit LinkedIn aktuell, weil LinkedIn spielt ja Reichweite aktuell enorm aus, schränkt da nichts ein, ist eigentlich quasi so Facebook wie zu früheren Zeiten. Das ist eigentlich ein Grund. Okay. Und das Spezielle, wie gesagt, an Instagram ist halt, dass man sich mit den Leuten
verbinden kann. Positiv, bei Facebook habe ich einen Post gemacht vor 2-3 Tagen und da habe ich einfach negative Kommentare drunter. Was soll der Scheiß? Oder das einfach solche Kommentare negativ und das löst dann teilweise so wie so ein Mini-Shitstorm aus, wo ich denke, meine Güte. Und bei Instagram ist das nicht der Fall. Das funktioniert. Das heißt, das gleiche Posting hattest du bei Instagram auch? Genau. Also ich mache immer bei Instagram ist der Masterpost und dann 2-4 Tage Zeit versetzt denselben Post noch auf Facebook, um die Leute da zu erreichen und von Traffic von extern auf Instagram zu holen. Das mag Instagram, das belohnt Instagram mit Reichweite. Und aber eben auf Facebook, ich weiß nicht, du hast es wahrscheinlich auch schon erlebt, gibt es einfach manchmal solche Personen oder irgendwie negative Anstiftungen machen. Aus welchem Grund auch immer das bei Facebook der Fall ist, ich habe es noch nicht rausgefunden, bei Instagram ist das nicht der Fall. Das ist so wirklich eine Plattform zum Helfen, miteinander sich verbinden und sich austauschen. Inzwischen kann man auch bei den Livestreams Leute reinnehmen. Könnte zum Beispiel sagen, hey lieber Tom, nächste Woche machen wir einen Live auf Instagram. Und da werden dann deine Follower benachrichtigt und meine und da machen wir einen Livestream. Ah ja. Genau. Also es hat enorm viel Potenzial und man muss bedenken, ich knacke jetzt vermutlich diese Woche erst die 1000 Follower. Aber meine Einnahmen, also sie sind in keinem Verhältnis, weil das jetzt eben Leute sind oder eine Community, die mir folgen, weil es sie interessiert, was ich mache. Und vorhin war das völlig anders beim alten Account, da habe ich einfach mal so Follow-Unfollow-Strategien einfach genutzt und Bots und alles probiert und so. Da ist keine Community entstanden, oder? Das ist natürlich völlig daneben gegangen und deswegen hat es auch nicht funktioniert. Hattest du denn von den Themengebieten bei deinem ersten Instagram-Account, war das gleiche Themengebiet oder die gleiche Zielgruppe, wie das jetzt auch ist? Das war eben auch ein Fehler. Dort habe ich wirklich Privates und mein Thema und teilweise auch noch Fitness und einfach alles vermischt. Und das ist eben auch ein großer Fehler, den ich da gemacht habe. Ich sage heute, mache für jede Nische oder für jedes Thema einen separaten Account und bediene den spezifisch mit Content für diese Nische, für dieses Thema. Dann funktioniert das auch. Weil Leute, wo sich für Hunde interessieren und ich poste da plötzliche Katzenbilder rein, das passt irgendwie nicht. Okay. Genau. Also das heißt, dann wäre im Endeffekt deine Empfehlung, wenn ich mich jetzt doch entscheiden würde für einen Instagram-Account, macht das keinen Sinn, einen Account zu machen, wo ich jetzt, ich sag mal, Bilder vom Wohnmobil poste, wie ich durch die Gegend reise und dann am nächsten Tag irgendwie einen Tipp rausgebe, wie man seinen eigenen Podcast aufbauen kann oder irgendwie sowas. Das heißt, das wird keinen Sinn machen. Doch, und zwar müsstest du es wie folgt machen. Es gibt ja auch noch diese sogenannte Story-Funktion bei Instagram, die ist absolut beliebt und reichweitenstark. Also das heißt, täglich sollte man 4-8 Stories machen, wo man sich wirklich zeigt. Und jetzt, wenn du jetzt einen Account aufbauen würdest für dein Business, für dein Podcast-Business, dann wären die Posts, sage ich mal, die Bilder, wären zum Beispiel Tipps, welches Mikrofon verwendet man am besten. Was hat die beste Sprachqualität? Solche Sachen. Zwischendurch natürlich auch mal ein Bild von Lifestyle habe ich auch bei mir drin. Aber dann den Rest über Tipps und neue Offers oder zum Beispiel, keine Ahnung, wo du dich gerade bewegst und dein Lifestyle, das würdest du dann alles über Stories machen. Ah, okay. Das wäre ideal. Mhm. Und ich denke mir, das wäre ein absoluter Burner, weil die Leute wollen sehen, hey, der Tom, was macht er mit seiner Frau? Wo ist er unterwegs? An welchem Strand ist er wieder? Was ist er? Und so. Das ist genau das, was Instagram eben ausmacht. Okay. Also das heißt, es geht nicht nur, oder andersrum, die Fotos würdest du primär in deiner Nische posten. Also an meinem Beispiel würde ich dann halt Fotos, wie du schon gesagt hast, Tipps geben, das ist das beste Mikro, die und die Software nutze ich und tralala. Mhm. Und die Stories würde man dann praktisch über den Lifestyle machen und die Stories müssen auch nicht zwingend was mit dem Hauptthema des Kanals zu tun haben.
Genau. Stories ist über dein Leben. Die Leute wollen, also eigentlich sind wir alle Menschen ja Voyeure, aber die Leute wollen das echt sehen. Und ich folge Accounts, also das bin ich wirklich erstaunt, die haben teilweise 400,000, 500,000 Follower und die kann man quasi verfolgen, wie sie aufs WC gehen oder so, auf die Toilette gehen. Würde ich jetzt persönlich nicht machen, aber die Leute lieben das. Also für dich wäre wirklich perfekt Mehrwert für Podcast. Und was natürlich eben Ankündigung oder eine Verkaufsstrategie sein kann, ist eben zu sagen, hey liebe Leute, am Sonntag gibt's ein Top-Angebot von mir, aber nur 5 Pakete, seid also auf der Hut. Kannst du noch einen Timer reintun, dass sie das alarmieren können. Und dann kannst du am Sonntag zum Beispiel 5, du hast ja, glaube ich, diesen Podcast-Meisterkurs für diejenigen, die lernen wollen, wie man so einen Podcast aufbaut. Dann kannst du sagen, hey, Special heute nur 5 Pakete und die so raushauen. Link in der Bio rein. Da brauchst du eben nicht viele Follower. Ich habe ja auch keine 10k, die Swipe-Up-Funktion habe ich nicht zur Verfügung. Ja. Und was du natürlich dann auch machen könntest, ist IGTV-Videos, wo du den Leuten sagst, hey, schaut mal, ich zeige euch jetzt mal mein Equipment, mein Mikrofon, funktioniert so und so und so. Oder auch mal live machen, zu sagen, hey, ich bin jetzt live, ich zeige euch mein komplettes Podcast-Equipment. Hat jetzt gerade Calvin Hollywood, der gestern oder vorgestern gemacht, live mit dem Licht und allem drum und dran. Und der geht ja täglich live, manchmal auch täglich mehrmals. Das wollen die Leute sehen. Also für dich ein Instagram-Account aufzubauen, no problem. Und das würde top funktionieren. Okay, jetzt ist schon wieder der Nächste, der das sagt. okay. Ja, ich glaube, das Problem bei mir ist wirklich, dass ich einfach die Plattform nicht richtig verstanden habe. Für mich ist Instagram so, jetzt mal salopp gesagt, wo jeder seine Fotos vom Mittagessen postet. Und das ist was, wo ich mir denke, so, ja, super, das interessiert mich nicht. Das ist ja schon, wenn ich durch Facebook, durch den Newsfeed scroll und wieder sehe, keine Ahnung, 1000 Leute, die ihr Mittagessen gepostet haben oder irgendwas so, wo ich mir denke, so, das ist doch, wollen das die Leute wirklich sehen oder hören oder lesen? Nein, das sage ich ganz klar, nein. Und du hast jetzt eben gesagt, interessiert mich das? Nein. Ja. Der Mehrwert zählt in jeder Nische, oder? Und bei dir ist ganz klar, du hast so viele Themen, wo du coole Posts, sag ich mal, ein Instagram-Feed, ein Instagram-Layout machen kannst, wo du zum Beispiel, du kannst ja auch Motivationssprüche teilweise einbinden, aber Mehrwert, das wollen die Leute sehen, hey, was ist Toms Lieblingsspruch? Alles andere, eben Essen und solche Sachen, gehören in die Stories, wenn du zum Beispiel mal am Strand bist, mit deiner Frau und dann sagst, hey, wir sind hier cool am Strand, jetzt hier gehen wir lecker essen, heute gibt's irgendwas. Machst du ja nicht jeden Tag. Oder du machst mal dann ein Live von deinem Wohnmobil, das interessiert die Leute. Also ich würde mir den Live anschauen, zum mal sagen, hey, wie lebt der Tom da, wie sieht das da aus und so weiter. Und deswegen, also das würde einwandfrei funktionieren. Aber mein Essen posten jeden Tag als Post selber, das ist ja kein Mehrwert. Also das interessiert die Leute nicht. Und so würdest du auch keine Follower generieren. Ich habe mir das sogar tatsächlich, wo du gesagt hast, mit dieser Wohnmobiltour, ich habe das wirklich jetzt erst vor ein paar Tagen mir wirklich aufgeschrieben, so von wegen, okay, was kann ich mal so Facebook-Live-mäßig noch machen? Und ich habe tatsächlich, steht genau das drauf, so von wegen Wohnmobiltour von innen, um einfach mal zu zeigen, okay, wie schaut das genau aus? Einfach so vielleicht so ein paar Gimmicks. Was sind die Besonderheiten vom Stauplatz und sowas halt? Also, die Leute lieben das. Die Leute lieben das. Das ist so. Ich habe es ja bemerkt bei mir, wo ich da frisch angefangen habe. Die Leute interessiert es. Ich mache immer eine Morgenstory. Ich begrüße die Leute. Jeden Tag wissen die irgendwann morgens zwischen 6 und 9 Uhr bin ich da kurz mit deiner Story, ich begrüße, ich sage vielleicht, was ich tagsüber mache, etc. Und die Leute können mir an meinem Leben teilhaben und das bestimme ich natürlich, wie viel das ist. Wenn ich ins Kino gehe oder whatever. Und das kann man dann halt super mit Business kombinieren. Jetzt in deinem Fall für Podcast, da gibt es
unendliche Themen, wo du da behandeln könntest mit super Posts und Inhalten, wo den Leuten ultimativen Mehrwert bieten würden. Ja, ich glaube, vielleicht sollten wir uns danach, nach dem Interview auch nochmal drüber unterhalten. Können wir gerne machen. Alles klar, Adrian. Ich habe noch ein paar Blitzlichtfragen für dich, ein paar schnelle, kurze. Und zwar, mit welcher Person würdest du mir gerne ein Kamingespräch führen, also egal ob Leben, Tod oder fiktiv, und worüber würdest du reden wollen? Mit Arnold Schwarzenegger. Über sein Leben. Was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Never give up. Nochmal? Never give up. Gib niemals auf. Mhm. Mhm. Welche Internet-Resource hat für dich persönlich einen hohen Mehrwert? Zoom.us, das ist das Bondo zu Skype, funktioniert sehr stabil und da mache ich meine Coaching-Calls drüber. Welches Buch liest du aktuell oder hast du als letztes gelesen? Worum geht es darin und kannst du es empfehlen? Ich bin ja, wenn ich unterwegs bin, habe ich Audible, ein Abo, wo ich da Hörbücher höre. Und aktuell ist der 5 AM Club von Robin Sharma. Es ist in eine Story verbunden, so eine Geschichte. Und ich muss im Nachhinein noch nachschauen, ist das jetzt eine wahre Geschichte oder einfach wirklich eine erfundene Story über das Thema 5 AM Club. Also morgens um 5 Uhr starte ich in den Tag und da bin ich wie noch nicht an diesem Punkt dran, wo er dann sagt, wie organisiert man sich, was ist die Essenz draus, was sollte man da am Morgen zuerst machen. Ich bin eigentlich auf dieses Buch gestoßen, weil ich eben mich auch ein bisschen umplanen will und muss. Podcast Nation, das Buch verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und wenn du auf Hörfutter stehst, dann hol dir jetzt gleich dein kostenloses Hörbuch auf tomstalktime.com/audiobooks. Dort kannst du dir fast jedes Audiobook im kostenlosen Probeabo runterladen. tomstalktime.com/audiobooks. Was ist dein größter bisher noch unerfüllter Lebenswunsch? Ich möchte das ganze Jahr an der Wärme leben können. Weil mir ist aktuell einfach zu kalt hier in der Schweiz und Winter ist auch nicht mehr richtig. Das ist definitiv auf meiner Top-Liste. Okay, schon ein favorisiertes Land? Mich zieht es eher nach Asien, meine Frau nicht. Da müssen wir dann noch feilschen. Ja, alles klar. Drücke ich dir auf jeden Fall schon mal die Daumen, dass das in absehbarer Zeit funktioniert und ja, das Ganze genau. Jahr über der Wärme zu leben, es ist wirklich schön und ich weiß das auch sehr zu schätzen. Ja, deswegen wollte ich es vorhin gar nicht wissen, woher du zugeschaut bist. Aus der Wärme. Ja, genau. Genau. Adrian, es hat echt einen Spaß gemacht, dir zuzuhören. Ist mal eine etwas andere Story, ungewöhnlich und gerade trotzdem aber sehr spannend, weil du halt eben so diesen, man merkt, okay, dass der Erfolg eben keine Gerade ist, die einfach nur in den Himmel geht und man wird über Nacht Millionär und man kauft heute einen Online-Kurs und morgen den Ferrari so ungefähr, sondern dass das wirklich, auch das Online-Business, das ist Arbeit, wo man eine gewisse Ausbildung braucht und das zieht sich halt einfach, wie es jetzt bei dir auch zeigt, das zieht sich halt ungefähr über ein halbes Jahr hin, bis man dann auch wirklich mal Einnahmen hat, wo man sagt, ja, da geht's langsam jetzt in die Richtung, da kann ich dann von leben. Und das ist halt ein ganz bodenständiges Business. Also von daher danke dir auf jeden Fall schon mal für diesen Einblick und gib unserer Podcast Nation doch noch vielleicht so einen letzten Tipp mit auf dem Weg und sag uns noch kurz, wie wir mehr über dich erfahren können. Ja, sehr gerne. Also zuerst mal vielen Dank, dass ich hier dabei sein durfte mit meiner Geschichte. Ein Tipp für die Zuhörer, wenn ihr etwas anpackt, dann wirklich nur mit Fokus, also the one thing, nicht zu viele Sachen auf einmal machen, den Erfolg zu schnell wollen, das ist mein Tipp an die Zuhörer. Und wo erfahren wir mehr über dich? Mich kann man unter adriangieger.com erreichen, dort ist aber ein Klick drauf, wo dann auf mein Instagram-Profil instagram.com/Adrian Gieger offiziell zeigt. Und dort findet man mich dann auf Instagram und kann mich dort abonnieren und verfolgen für alle, die Interesse haben. Alles klar, perfekt.
Podcast Nation, du weißt ganz genau, du hast alle wichtigen Infos und Links zu unserem heutigen Interview auf tomstalk.com finden kannst. Gib einfach die Episodennummer 636 oder den Namen Adrian Giga oder Instagram Marketing in das Suchfeld ein. Und du kommst sofort auf die passende Seite hier zu unserem Interview. Natürlich verlinken wir Adrians Kontaktdaten und den Instagram-Account auch mit in den Shownotes, damit du dort auch mal einen Blick drauf werfen kannst, wie Adrian das Ganze aufgebaut hat. Also, falls du Bock auf das Thema Instagram hast, würde ich mir das auf jeden Fall anschauen, weil das hört sich für mich ganz cool an, wenn ich den Vergleich habe, knapp 6.000 Follower und man verdient fast nichts oder noch nicht mal 1.000 Follower und ich mache damit jeden Monat zwischen 1.000 und 1.500 Euro, dann kann man ja nur hochrechnen, wie ist das, wenn man 2.000 Follower hat oder dann wirklich mal 5.000 oder 10.000, dann spricht man da, glaube ich, von ganz anderen Nummern und Adrian zeigt ja ganz transparent, wie er das Ganze macht. Adrian, bei dir nochmal vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, mit uns dein Wissen, deine Erfahrungen geteilt hast. Die Podcast Nation grüßt dich und ich freue mich auf unseren weiteren Kontakt. Sehr gerne. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder einmal persönlich an einem Event. Würde mich sehr freuen, lieber Tom. Das würde mich auch freuen. Also, erstmal danke, dass du hier warst und wer weiß, wo man sich das nächste Mal wieder sieht. Ciao. Genau. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Erfolgspodcast dabei warst. Komm rüber auf unseren Blog tomstalktime.com und schau, was wir dort noch Schönes für dich haben. Kostenlose Trainings, die Top-Buchempfehlungen unserer Interviewpartner und noch vieles mehr. Hast du es endgültig satt, dir von deinen Kunden auf der Nase rumtanzen zu lassen? Dann melde dich jetzt auf umsatzrakete.com zu meinem nächsten Webinar an. Dort zeige ich dir, wie du mit deinem eigenen Podcast jede Menge neuer und qualifizierte Kunden für dein Business gewinnen kannst. umsatzrakete.com. Und zu guter Letzt denke immer daran, schlampiger Erfolg ist besser als perfekte Mittelmäßigkeit. Ciao, dein Tom.